die Verkehrspflege. Einen mitten auf der Straße anzubuffen. Sie suchen wohl Anschluss, was? Das ist ja wohl der Gipfel von Sie bauen da einen klassischen Fall von Nichtbeachtung der Vorfahrt. Aber erst ein Anfahrt in aller frech werden. Aber das werden Sie mir büßen. Ich werde niemals die Schwelle Ihrer Taxi übertreten. So. Na, warum ich auch dringend bitten möchte, Sie? Na, ich verbitte mir, dass Sie mir um was bitten. Sie alte, miese Taxikrücke, Sie. Au! Sie Moment, ja? Immer hübsch der Reihe nach. Ja, ich war zuerst da. Ja, wie hat sich denn der Unfall überhaupt abgespielt? Na, wären Sie doch bloß 5 Minuten früh gekommen, da brauchten Sie jetzt nicht so blöde zu fragen. Ist ja alles schön und gut, aber wie kommen Sie denn dazu, dieses Vorfahrtsschild da zu missachten? Na, was denn für ein Vorfahrtsschild? Da drüben steht's doch. Aber ich schwöre Ihnen, der Wachtmeister, das hat gerade eben noch nicht da gestanden. Hören Sie mal, das hat bestimmt jemand ganz frisch hingestellt, aus reiner Schikane gegen meine kleine Person nun wieder. Noch! Herr Wachtmeister, wenn ich mal mein fachmännisches Attest dazu beisteuern darf, ja, dann hat dieser frische Freund hier mindestens 4 Pfund Tomaten auf der Ohren. Alter Kleingärtner. Also, selbst wenn Sie das Vorfahrtsschild da übersehen haben sollten, die Taxe hatte trotzdem Vorfahrt. So ist es. Na, so schlau wie Sie beide zusammen bin ich schon dreimal. § 13 der Straßenverkehrsordnung, Absatz 1 an Straßenkreuzungen und Einmündungen hat Vorfahrt, davon rechts kommt, unabhängig davon, ob die Fahrtrichtung beibehalten wird oder nicht. Bitch. Na bitte, wenn Sie es schon auswendig können, warum handeln Sie nicht danach? Na, das ist es ja eben. Bis ich den langen Satz vor mich hingemurmelt habe, bin ich ja schon längst über die Kreuzung weg. Das ist es doch. Also, ich gebe Ihnen mal einen guten Rat. Lassen Sie sich mal Ihr Gehirnschmalz umbraten, ja? Gott, wie ordinär. Also, es verlangt doch kein Mensch von Ihnen, vor jeder Kreuzung den ganzen Paragraphen runterzubeten. Nein, seit wann denn nicht mehr? Ach, das doch. So was hat man doch im Gefühl. Also erstens mache ich es mit der Straßenverkehrsordnung sehr, sehr ernst. Und zweitens, da brauche ich mein Gefühl für ganz andere Sachen. Und warum... Und sag mal, bitte. Und warum waren überhaupt keine Bremsspuren zu sehen? Sie haben wohl nicht mal gebremst, was? Herr Wachtmeister, die Bremse ist doch nicht in Ordnung. Ach. Und reparieren haben wir sie noch nicht lassen. Ach Gott, ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht Geldverschwendung. Weil manchmal funktioniert sie ja. Vor 3 Wochen zum Beispiel hat sie auf Anhieb so richtig gebremst. Also das war ja vielleicht eine Überraschung. Ja, bleib ruhig, du hast Familie. Alter Sexualprotz. Und außerdem, wenn es ja alles gar nicht so passieren braucht, denn ich wollte ja eigentlich nach rechts abdriften. Ach, und warum haben Sie denn den linken Blinker blinkern lassen? Ach, Epileptiker, was? Na, warte mal, den linken habe ich benutzt, weil der rechte ist doch kaputt. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wenigstens den Linken betätigen. Ich dachte mir, besser überhaupt was aufleuchten lassen als gar nicht. Und warum sind Sie dann trotzdem weiter geradeaus gefahren? Na, weil im allerletzten Moment, da ist mir angefallen, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt nach links ablenke und dann nach rechts abdrifte, da fahre ich ja um 180 Grad falsch. Wenn ich aber jetzt nach links ablenke und geradeaus fahre, dann fahre ich ja nur um 90 Grad falsch. Rechnen müsste man können, meine Herren. Na, dann rechnen Sie doch mal damit, dass Sie jetzt Ihren Führerschein los sind. Ja, so sehe ich das auch. Und dann geben Sie mal her. Na, Sie! Ich? Führerschein? Na, den habe ich doch gar nicht. Was? Und den Entschuldigung, den habe ich doch schon vor 14 Tagen freundlicherweise einem Ihrer Kollegen überlassen. Habt ihr den etwa verbummelt? Oh.